Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Albion. Wir sind hier in den Katakomben Drinno, glaube ich, heißen die, unter dem Ayano genannten Druidenschulengebäude. Und hier sind wahrscheinlich diese Tür laut der Gegner. Also schauen wir mal rein. Jawohl, da kommt auch direkt der Angriff. Das ist ein starker Angriff. Vielleicht war es ein starker Angriff. Also natürlich geht der zuerst auf den hier. Und dann gucken wir mal, dass wir den König, den Goldenen, der jetzt in der Mitte ist, ist einfrieren. Und da geht die geschlagene Kappe kaputt. So, wir frieren dich mal ein. Also einfrieren heißt in dem Fall natürlich... ja, das ist nicht schlimm. Heißt in dem Fall natürlich, dass der nicht angreifen kann mehr einfach. Wir nutzen nicht die Frostlawine. Oh, Dreher ist krank. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals jemand Krankes hatte. So, der Feuerball hat schon 7 Schadenspunkte. Ist aber nicht schlimm, wir haben auch heile Krankheit. So, wir legen uns mal hier hin mit Dreher. Ich glaube, Drill kann direkt da stehen, dahin. Von vornherein, wir sollten die Kampfposition einfach ändern. So. Und da haut er ab. So. Und dann machen wir das ganz einfach. Zunächst einmal heilen wir alle. Nö. Weißt du? Eigentlich doch. Es ist... Nee, es verbraucht ihre Samenkörner. Wir gehen jetzt her und gehen zurück. Lassen uns beim Heiler heilen, der ja kostenlos ist. Das war hier. Und dann... Das war hier. So, das sind die Feuerfallen. Wenn man hier einfach durchrennt, wird man typischerweise nicht von ihnen getroffen. So, und lass uns vom Heiler heilen und verkaufen erstmal. Weil das spart Tripalais sein können. Ja, ich weiß, er ist gegiftet. Das war knapp. Aber das ist nicht schlimm, weil... Der Heiler sollte das alles loswerden können. Und dann reparieren wir erstmal die Kappe. Das haben wir im letzten Mal ja auch gemacht und dann ist der Spielstand verloren gegangen. Beziehungsweise dann haben wir den Gegenstand aufgenommen. Die erkennt man übrigens auch daran, dass sie wertlos sind, wenn man sie verkaufen will. Krankheit, das ist das hier. Und Gift zählt als noch eine Art Krankheit. Dann haben wir noch Verwundete. Die Lebenspunkte, die kriegen wir auch regeneriert. So. Die 4. Und noch die 2. Ne, das ist auch nicht das, was ich machen wollte. So. Und dann geht es wieder zurück nach unten. Mal noch speichern. Jawohl. So. Quark, hier muss ich hoch. So, und dann gehen wir wieder runter und dann nach links. Beim ersten Mal konnten wir uns zu der Tür teleportieren lassen oder von Meltas hinbringen lassen. In World zumindest. Es wäre geil, wenn das jetzt immer noch ginge. So. So, das hier hat also uns quasi beigebracht, dass man dieses Feuer umgehen kann mit den Eimern. So.
So. Ah. Ich habe nur geheilt. Dabei wollte ich doch... Ah, naja. War das, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Eieiei. Da müsste ich ja solche Beine haben. So. Ganz ehrlich, ich vergesse so viel, dass ich mittlerweile 20.000 verschiedene Stellen nutze, um Notizen zu machen. Weil ich sonst vergesse. So. Was war da eben für ein Hindernis, dass ich nicht nach unten laufen konnte? Ah. So, jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen durch die Dunkelheit müssen. Weil es schon recht, recht spät ist. Es wird jetzt gleich dunkel. 18 Uhr wird es hier dunkel. So. Aber es ist ja nicht weit. Es ist ja nur diese Straße entlang. Und dann wieder zurück. So, denn wir verkaufen natürlich hier. Die sind übrigens, so wie es scheint, rund um die Uhr offen. Immer neugierig, wenn ich hier verkaufen drücke. Ja, die bringen schon einiges an Geld. Die Edelsteine. Da ich aber nicht weiß, ob ich sie brauche für ein Rätsel, behalte ich sie erstmal. So. Mir den ganzen Kram hier verteilt auf die Leute. Ja, ich weiß, dass Meltas nicht reden kann, aber Meltas kann verkaufen. So. Und jetzt trägt Rainer zu viel, weil er zu viel Geld hat. Dann geben wir das Geld halt an, Meltas. So. Und dann lassen wir eben die Kappe reparieren. Wir schauen mal, ob es nicht eine bessere Kappe gibt, die wir einfach kaufen können. Wobei, die zu reparieren lohnt sich eh. Weil wir beim Verkaufen mehr Geld kriegen, als es zu reparieren gekostet hat. So. Und es gibt keine stärkere Kappe. So, das heißt, wir geben die hier rein. Es gibt nur einen besseren Schild und das wären 420 Gold. Weil ich meine, wenn, dann wollen wir natürlich hier den dicken Schild für Tom. Und dann kommen wir wieder zurück. Einmal wieder nach Norden. Die Straße entlang. Nach Ayano, da sind wir auch schon. So. Und dann rein. So, ja, ich weiß, hier hin und her gibt es nicht viel zu erzählen. So, manipulieren. Und wieder durch den. Ich bin hier so oft durch. Hier. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Und zwar habe ich mich in dem Moment erinnert, wo wir hier so drüber sind, weil das habe ich so oft gemacht. Da drüber und dann wieder so resettet. Dass ich das auf einmal so gut im Kopf hatte. So, also nochmal neue Fackel. Einmal außenrum. Und dann so ein bisschen um das Feuer da oben gesegelt. So, da kann man nicht rein. Kann man hier lang gehen. So. Wenn wir am rechten Rand entlang laufen, müssten wir jetzt eigentlich hier reingehen, oder? Hatte ich da irgendwas verpeilt? Wahrscheinlich, weil die
Gegner mich gedreht haben, hä? Ah nein, ah ja, okay, ja natürlich, dadurch, dass wir nach Süden gehen, ist das hier die rechte Wand. Da waren wir jetzt aber schon drin. Das heißt, wir können direkt nach Süden weitergehen. Und dann, hier waren wir auch schon. Und zwar geht es jetzt hier lang. Hier, wo wir gerade die Tür aufgemacht haben. Okay, hier geht eine Treppe nach unten. Das ist tatsächlich die Treppe nach unten. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen natürlich erstmal hier alles erkundet haben. So, okay, interessant. Da ist... Hier ist nochmal eine Tür. Jetzt mit dem Raum hier. Hier ist also... Holz. Und dann sind da so... Dinge zwischen denen kann ich auch durch. Und dann stehe ich hier in dem Holzbereich hinter den... Das ist interessant, auf der Karte ist bestimmt gar nichts, oder? Nee. Das soll wahrscheinlich schön aussehen, aber das sieht natürlich eher so aus, als wenn da irgendwas Wichtiges ist, da hinten so eine Nische. Lass die erstmal an. Okay, hier ist nichts. Also, die Wände sehen alle gleich aus. Das ist der Vorteil, wenn man so ein recht einfaches, recht altes Spiel spielt, ist, dass die Texturen von den Wänden natürlich immer gleich sind. Und man sucht dann, wenn man einen geheimen Schalter sucht, eigentlich immer nur danach, dass die Textur auf einmal anders aussieht. Und üblicherweise ist es sogar sehr gut zu erkennen, dass die Textur anders aussieht. So. Der hier steht vor Dreher, das ist schon mal gut. So, wir dornenschlingen den hier. Und den kleinen Feuerball machen wir nicht. So. Einfach weil Dreher so vergleichsweise stark ist, wie man sieht. Da kriege ich den auch so platt. Tom wird jetzt nicht mehr von zwei angegriffen, sondern nur von einem. Und den können wir jetzt tatsächlich bekämpfen. Und Tom. Achso, Tom kann tatsächlich den einen, ja. Genau, den, der nicht eingesperrt ist. Das sein, Tom. Doch, ich habe ihm die Kappe angezogen. Okay. Jetzt ist er in Panik. Dann bewegen wir ihm mal Dreher rüber. So. Dafür kriegt Tom jetzt keine Erfahrungspunkte. Das jetzt mal anders. Wir ändern erstmal die Kampfposition. Und zwar stellen wir Dreher hier hin und tauschen Tom und Sira, Rainer und Sira aus, weil Rainer will ja nicht kämpfen. Das heißt, der ist erst, der sieht erst den Gegner, wenn so eine Heilung. Ja, genau, weil unser Meltas nicht mehr heilen kann. Erst wenn die im Endeffekt andere tot sind und dann sollten wir eigentlich auch schon den Kampf abbrechen und laden. Möglichst. So, hier ist noch eine Sitzgruppe. Ansonsten ist hier nichts. Noch die Übersichtskarte, die die Wahrheit weiß, weil alle Schalter sind hier eingezeichnet. Ja, wir wollen jetzt hier lang. Und sie wieder zurück zum Brunnen. Dieser Weg ist echt komisch. Dann geht es hier rein. Mal, was da kommt, was uns hier erwartet. Eine Tür. Und nochmal so ein Holzbereich. Na gut, okay, das kann man sich hier gut vorstellen. Ne? Das ist halt einfach irgendjemandes Zimmer gewesen. Und natürlich wollen die ihre Zimmer vergleichsweise schön haben. Und haben da halt dann eben Holzboden drin. So, dann haben wir angegriffen. Das passt aber auch so. Schon recht gut. So. So, genau. Das ist jetzt eigentlich so, wie es früher war, ne? Dreher und Tom knallen hier zusammen auf die Gegner drauf.
Und die halten nicht lange aus. So, Magie anwenden, leichte Heilung auf. Ja. So, Meltas hat Stufe 7 erreicht. Das ist interessant. Weil das kann sein, dass der jetzt Zauber kriegt. Aber da kommen wir jetzt noch nicht nach. Also Übersichtskarte. Nein, nein, wir wollen zunächst einmal hier in den Raum gehen. Oder waren wir da? Da kommen wir gerade her, ne? Ja, da kommen wir gerade her, okay. Also hier. Hier. Hier ist auch nichts weiter als die drei Fallen. Sperrt. Nämlich gar nicht das. Das haben wir auch schon mitgekriegt. Und dann ist hier jetzt eine Truhe. Mit dem verfluchten Dagger. So, wie viel kann der eigentlich tragen? 42, ne? Ja. So. Und dann glaube ich, haben wir hier dieses Stockwerk abgegrast. Kann das sein? Da ist der Exit. Da kommen wir her. Ja, genau. Und hier ist der Exit. Also können wir jetzt tatsächlich rausgehen. Also raus, ein Stockwerk tiefer gehen. Da geht unsere Fackel aus. Kein Problem. Ich nutze die Fackeln jetzt noch. Wie gesagt, die sind quasi wertlos. Sparen aber einen Trefferlei Samenkorn. So, das war hier irgendwo. Tropf, 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 Tropf. Das war jetzt nach Süden, nicht wahr? Ja, genau, nach Süden. Und dann hier. Ah, ich hänge hier ein bisschen in der Wallerei fest. So. Und dann hier so durch. Naja, hier durch, genau. Und dann geht es hier nach unten. Und das ist der nächste Abschnitt. So, und hier ist ein. Also hier hören wir, das sind eindeutig Krondirs. Hier ist eine, es ist da ein Ring. Oh, ich erinnere mich, was das ist. Oh, das ist eine Scheißstelle. Dann würde ich sagen, rasten wir erstmal. Und speichern. Und zwar, wenn ihr jetzt guckt, ich zeig's euch nochmal. So, nochmal Licht. Hier ist der Gang, der weitergeht. Hier sind diese Dinger. Und hier ist eine Lücke. Und jedes Mal, wenn ich auf die Druckplatte drücke, bewegt sich die Lücke um 1 nach rechts. Aber, jedes Mal, wenn ich auf die Druckplatte drücke, das ist hier, da erinnere ich mich noch dran, kommt aus diesem Ring eine von diesen Feuersäulen, die sich zufällig bewegen, raus. Da. Aus dem Messing umfassten Loch im Boden kommt eine Flamme. Jetzt ist sie um 1 bewegt. Ja, das ist scheiße. Jetzt habe ich es einmal zu viel gedrückt. Aber man sieht, es gibt eine maximale Anzahl von Flammen, die hier durchlaufen können. So, jetzt schnell hier raus. So. Das hier ist wahrscheinlich das, um den Rückweg frei zu machen, oder? Nee, ich habe gar nichts gemacht. Okay. Übersichtskarte. Eventuell blockiert das Ganze. So, hier ist eine Falltür. Interessant zu wissen. Hier ist nochmal ein Brunnen. So, jetzt gucke ich, die Falltür war auf der Seite. Ich kann sie auch sehen. Es ist ein Loch. Und ich kann hier, und deswegen haben wir die Seile, ich kann hier ein Seil verwenden, um mich abzuseilen. Jetzt möchte ich mal was wissen. Und zwar, wir speichern nochmal.
Und so, was ich wissen möchte, ist, hat er noch genug für... Ja, ja, der kann sie doch. Wenn ich jetzt einen Eimer nass mache und dann zu diesen Flammen gehe, kann ich hier... Nein, ich kann sie nur anfahren. Schauen. Okay, ich kann keinen Gegenstand benutzen. Ich kann die Flamme nicht löschen. Schade. Okay, was ich die ganze Zeit nicht... Was ich früher nicht wusste, ist, dass ich mich in diese Löcher abseilen kann. Ich bin immer reingesprungen. Das kostet natürlich Lebensenergie. So, hier sind natürlich Türen. Hier ist eine Tür, die kann ich aufmachen. Mit einem Schloss. Dafür haben wir hier die Dietriche. Okay, das Schloss kann nicht geknackt werden, was natürlich scheiße ist, weil wir den Dietrich verloren haben. Und dann war hier auch noch eine Tür. Und lass mich raten, die kann auch nicht geknackt werden. So, ja. Okay. Dann ist es jetzt Zeit, weil wir so viel, weil wir jetzt quasi fast alle Triche bedingst haben. Das heißt, die beiden Türen können wir nicht knacken. Dann gehen wir einfach her und sagen, wir verwenden ein Seil, um sich in die Tiefe zu lassen. So. Normalerweise wären wir hier reingehüpft und hätten Lebensenergie verloren, wie schon gesagt. So, ich kann, glaube ich, sogar... Kann ich nach oben? Ja, ich kann auch sogar nach oben. Ja, guck mal, hier sind sogar kleine so Dämonenköpfe an der Wand. Hier. Ist da auch ein Loch? Nee. Nein, ich sehe auch... Schau mir auch nur die Säule an. Okay. So, schauen wir mal. Okay, hier sind drei Türen mit Zeugs. Naja, das ist im Endeffekt ein, nochmal speichern vorher. Ein, wir suchen uns aus, dass wir angreifen wollen. Und dann, kriegen wir das hin. Das halte ich jetzt nicht für sonderlich schlimm. Zumal es sogar nur zweier Gegner sind. So, greifen wir an. Wäre relativ einfach platt jetzt, wo wir wieder gut dastehen. So. Lass mich raten. Oh. Oh, ein neuer Gegner. Die Furcht. Okay. Gucken wir mal. Okay. Ich habe einen Panikzauber. Das ist effektiv. Weil wenn man abhaut, dann sind ja weniger Kämpfer da. Na komm. Angreifen, Banyak. Angreifen, Banyak. So. Und du lernst weiterhin deinen Feuerball. Das war einfach. So. Ah, nein, ich will nicht rasten. Ich will sie zaubern lassen. Und zwar eine Vergiftung auf Trier. Okay, das war ein Blindgänger. Naja, wurscht. Dritter Gang. So. So, einmal kämpfen. Das sind jetzt noch vergleichsweise einfache Angriffe für uns. Naja, vergleichsweise so. Links den hier ein. So, und dann machen wir noch eine leichte Heilung auf Tür.
Währenddessen darf Meltas auch mal angreifen. Eigentlich müsste Meltas in der Mitte stehen, weil er der Schwächste ist. Aber an der Stelle kann er trotzdem angegriffen werden. So, angreifen. Nichts tun. Angreifen. Und jetzt lassen wir einfach Tom draufhauen, bis der platt ist. So. So, wir hören auch noch Grundius und ein verziertes Schwert. So. Können wir hier rasten? Nein, wir sind noch nicht. Es ist zu gefährlich. Ah, okay. Dann speichern wir halt statt zu rasten. So. Und dann geht es eindeutig hier weiter, wo die Furcht herkam. Moment, da ist nur eine Truhe. Nur eine Truhe. Gucken. So. Tatsächlich mit einem Türschlüssel. Jetzt wahrscheinlich für oben. Gesichtskarte, das ist jetzt hier genau. Okay, dann war das diese Ebene einfach nur dafür da, um den Schlüssel für die anderen Türen zu kriegen. Okay. Nun gut. Hier haben wir jetzt wieder diesen schönen Steinboden. Und wahrscheinlich ist das jetzt eine von den beiden Türen, die wir nur mit dem Schlüssel aufkriegen. Das stellt sicher, das ist quasi einfach nur der Rückweg. Und jetzt, genau, jetzt können wir hier. Genau, jetzt können wir hier hin. Also einfach nur um sicherzustellen, dass man hier nicht, oh, nicht abkürzen kann. Okay. Eine durch die Luft schwebender Feuerball. Er strahlt eine unerträgliche Hitze aus. Unglaublich. Ich verstehe nicht ganz, was das Feuerball in der Luft hält. Ist es eine brennende Gasblase? Aber wie kann sie dann so stabil sein? Rätselhaft. Egal. Wir timen unser Durchlaufen einfach so, dass es passt. Und wir können uns auch diese Metallringe nicht angucken. Also merke, Metallringe in der Wand heißt Feuer, potenziell Feuerball. Oh, da ist eine ganze Reihe von Feuerbällen. Sehr schön. Okay, gucken wir erstmal hier, wo nicht diese Feuerballreihe ist. Erstmal hier rein. Hier ist eine grüne Wand. Eine transparente Wand aus sehr stabilem Material. Im großen Raum. Mit Verwinkelungen. Sehr labyrinthartig. Das ist eigentlich jetzt so prädestiniert für irgendwelche Zeiträtsel, ne? Dass man einen Schalter drücken muss und dann schnell. Hier ist ein Schalter auf jeden Fall. Ja, ich bin mal adventurous. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier südwestliche Richtung. Das ist diese Richtung hier. Ja, wir haben hier den Gang freigelegt. Plupp. Ja, Moment, eben. Hier war eben Feuergeräusch. Das ist verschwunden in dem Moment, wo ich den Schalter genutzt habe. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt irgendeine Feuerfalle ausgeschaltet. Okay, ich gucke noch mal auf die Karte, weil. So, wir haben keine davon mehr, das ist kein Problem. Wir können hier einfach Licht zaubern. Das war ja das, wo ich gesagt habe, das machen wir einfach. Das lernt Sira einfach so.
So, das war schon okay. Dann lassen wir noch Sira vorlaufen, dann sie sieht mich ein bisschen mehr. Und dann brauchen wir schon gar nicht mehr das ganze Licht. So, schauen wir nochmal hier rein. In südöstlicher Richtung scheint etwas passiert zu sein. Ich glaube, ach nein, halt, das ist tatsächlich aufgegangen. Okay. Ein Sonnendolch, den auf jeden Fall erstmal untersuchen lassen. So. Das war's dann wahrscheinlich auch, weil hier ist noch ein Gerümpel. Da. Das ist aber leer, weil wir haben keine Manipulieren-Option. So. Hier kommen wir her. Da ist der Eingang. Ja, die sind tatsächlich aus. Gut, dass wir erst in die andere Richtung gelaufen sind. Ich wusste das tatsächlich nicht, dass man die ausmachen kann. Ich dachte einfach nur, wir finden hier... wir finden noch irgendwas anderes oder so vorher. So, hier finden wir noch mal einiges an Rüstung und so. Auch noch Überbleibsel von dem Krieg. Gehen wir mal hier weg, weil hier sind auch überall, also vor allem die zwei hier, denen ich nicht traue. Die schalten sich bestimmt auch irgendwie an. So, gucken wir erstmal hier jetzt. Also hier ist ein rotes Ding. Und das ist eindeutig kein... Hier steht nicht, was das für ein Gegner ist. Guckt sich nur die Wand an und nicht den Gegner. Okay. Gucken Sie einen Schalter. Ich nehme an, dass ich jetzt irgendwo einen Schalter drücke und dann geht diese Wand auf und dann müssen wir gegen den Gegner kämpfen. Nächste Generation von Gegnern. Hat es besonders viele Cracks? Nein, hatte es nicht. Da ist eine Tür. Würde ich auch sagen, das ist auch genau das, wo wir hin müssen. So. Ja. Würde ich schon sagen, hier ist wieder so ein rotes Ding und wir deaktivieren wahrscheinlich jetzt eins und dann deaktivieren wir alle. Deaktivator für Rot, nehme ich an. Ja, und der hat jetzt den anderen Gegner auch freigelassen. Kann natürlich sein, dass wir jetzt da genau hinlaufen, das weiß ich nicht genau. Und hier ist noch zu. So, okay. Wir holen uns Wassereimer. Hier sind vier von denen. Das heißt, wir sollten im besten Fall vier Wassereimer mit haben. Dazu müssen wir eigentlich wieder durch das Loch nach oben. Nee, halt hier war ein Brunnen. Nee, das war, wo das Feuer rauskam. Hier ist der Brunnen, genau. Ba-da-da-dong. So. Jetzt müssen wir hier wieder mit dem richtigen Timing durch. Wir warten einfach, bis das Feuer weg ist. So. Und dann haben wir hier den Brunnen. So, Tom, was hast du? 36 von 42. Du kannst einen Eimer voll machen. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich alle drei brauchen. Da sind mehrere von denen. So, jetzt heißt es wieder Gewicht verteilen. Ich hoffe, dass einer von ihnen das nimmt. So, jawohl. Jetzt haben wir also drei Eimer mit Wasser.
38 von 39, das heißt, okay, mehr als 3 Emma haben wir halt nicht. So, Sira. So, da der Feuerball gerade an uns vorbeiging, kommen natürlich auch direkt durch. Und dann hier immer weiter. Links rum. So, hier haben wir den Schalter umgelegt. Da geht's lang. Und jetzt speichern wir nochmal. Speichern ist immer gut. So. Hinter uns haben sich die Feuerschalen entzündet. Genau. Dass wir nicht zurück können. Wir haben zwar das Wasser, aber... Ah, das ist hier, wo dieser Gegner ist. Der ist jetzt nur irgendwo anders. Ach, der ist einfach dahin. So, ich wollte ja sowieso sehen, was ist das denn? Ein Tier, Tierstufe 1. So, dann gehen wir mal her und, setzen den einfach in eine Dornenfalle. Ist ja alleine. Der kann jetzt angreifen. Und jetzt... Oh, das war unklug. Das war der falsche Zauber. Ich wollte die Dornenschlinge machen. Meltas, du gehst bitte her und heilst bitte Drir. Dankeschön. Die Dornenfalle, die schlägt jetzt natürlich. Ah, okay. Gut, und der hinterlässt nichts. Das heißt, wir können problemlos hergehen und auch die Verpilzung nutzen. So, Übersichtskarte nochmal gucken. Haben wir alles, mitgenommen. Okay. Okay. Hier ist eine grüne und eine rote Platte und eine grüne und eine rote Barriere. Und ich würde sagen, die Entscheidung, welche wir nehmen, die fälle ich beim nächsten Mal und sage für heute erstmal Ciao, Miau. Bis nächste Woche. Tschüss.